Durch die Covid-19-Pandemie und den vom Bundesrat verordneten Lockdown sahen sich viele Betriebe mit einem Betriebsunterbruch konfrontiert. Gleichzeitig waren die Privatversicherer aufgrund fehlender Deckungsverpflichtung nicht in der Lage, den daraus entstehenden Schaden zu bezahlen. Großrisiken wie eine Pandemie sind rein privatwirtschaftlich nicht versicherbar. Doch warum? Versicherungen funktionieren nach dem Prinzip der Risikodiversifikation. Die Versicherungsnehmer zahlen eine risikogerechte Prämie ein, mit der im Schadenfall Einzelne entschädigt werden. Das bewährte Versicherungsprinzip funktioniert allerdings nur, solange nicht alle gleichzeitig auf Unterstützung angewiesen sind. Trotzdem kann es sein, dass bei einer einzelnen Versicherung durch Zufall überdurchschnittlich viele Leistungen bezogen werden. Für diesen Fall gibt es Rückversicherer, die Versicherer der Versicherungen. Rückversicherer können solche Risiken abfedern. Bei einem Großrisiko ist dies jedoch nicht möglich. Hier treten die Schäden gleichzeitig und bei fast allen ein. Deshalb wäre eine risikogerechte Prämie derart hoch, dass niemand bereit bzw. in der Lage wäre, eine solche Versicherungsprämie zu bezahlen. Großrisiken sind daher rein privatwirtschaftlich nicht versicherbar. Im Gegensatz zu örtlich und zeitlich begrenzten Ereignissen wie beispielsweise einem Salmonellenausbruch ist die Risikodeckung bei Pandemien aus diesem Grund ausgeschlossen. Neben einer Pandemie gibt es weitere Risiken, die rein privatwirtschaftlich grundsätzlich unversicherbar sind. Beispiele dafür sind großflächige Stromunterbrüche, globale Cyberattacken sowie Nuklear- und Terrorrisiken. Die Privatversicherer nehmen ihre Verantwortung für die Schweizer Volkswirtschaft wahr und suchen deshalb gemeinsam mit Partnern nach alternativen Lösungsansätzen zur Schadensbewältigung bei einer Pandemie genauso wie bei anderen Großrisiken. Wie zum Beispiel bei Naturkatastrophen, wo der Elementarschadenpool der Versicherungswirtschaft seit Jahrzehnten wertvolle Dienste leistet. Solche Lösungsansätze können auf einer Risikopartnerschaft beruhen, also auf einem Zusammenspiel von Versicherten, Bund und Versicherungswirtschaft. Dabei bringen die Privatversicherer in erster Linie ihre Expertise und ihr Know-how in der Beratung, Kundenbetreuung und Schadenerledigung ein, während der Bund bzw. der öffentliche Sektor dabei hilft, das finanzielle Risiko zu tragen. Der Bund profitiert von einer höheren Berechenbarkeit und die Leistungen können im Schadenfall gezielt ausbezahlt werden. Der Hauptnutzen liegt bei den Versicherten, die das Risiko mit einer jährlichen Prämie vorfinanzieren und im Fall einer Pandemie transparent entschädigt werden. Auf einer Risikopartnerschaft beruhende Versicherungslösungen schaffen Rechtssicherheit und können die wirtschaftlichen Folgen eines staatlich verordneten Lockdowns bei einer künftigen Pandemie gezielt und planbar abfedern.